Liebe Freunde der Gesellschaft Jesu, liebe Freunde der Jesuiten, Weihnachten 2018, das Fest der Menschwerdung Gottes, der Menschwerdung Jesu Christi. Der Advent hat uns eingeladen, uns auf diese Menschwerdung vorzubereiten, selber neu Mensch zu werden, Christus einzuladen, in uns Mensch zu werden. In einer Gesellschaft, in der das Humane immer stärker unter Druck kommt, ist Weihnachten neu von Bedeutung. Wo bleibt das Humane? Das schreiende Kind und der sehnsüchtige Blick? Wo bleibt der kritische und kreative Geist, der Neues schafft, wenn der Mensch wie eine Maschine funktionieren muss? Roboter ersetzen immer mehr und mehr. Er ist gesteuert von neuronalen Prozessen des Gehirns, löst sich in eine digitale Welt hinein auf. In einer Welt, in der das Menschliche mit Füßen getreten wird, ist das Fest der Geburt Jesu besonders wichtig. Wo bleibt die Solidarität, das Teilen, die offene Herberge? Wo bleibt die Friedenszeit, die mit der Geburt des Messias anbricht, wenn an vielen Orten Menschenrechte nicht garantiert sind? Weltweit sind so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie. Vereinsamung, Armut, Bitterkeit für viele. In einer Kultur, in der das Säkulare den Glauben an die Wand drängt, muss die Geburt des Erlösers gefeiert werden. Wo bleibt die Offenheit für Gottes Handeln an uns? Wo wird das Leben als Geschenk wahrgenommen, auf die biblische Botschaft gehört, wenn die Wissenschaften und der technische Fortschritt vorgeben, alles zum Besseren zu führen? Alles wird psychologisch und soziologisch erklärt, Gott ist nur ein Störfaktor. Christi Geburt lässt uns neu schauen auf das Leben als Geschenk. Mit jedem Kind erfahren wir das, aber auch jeder von uns kann das erfahren, wenn wir uns von Gott beschenken lassen am Weihnachtstag. Seine Menschlichkeit in uns und dann vielleicht auch seine Menschlichkeit durch uns, füreinander und für die Welt. Wir Jesuiten wünschen Ihnen frohe Weihnacht und ein gesegnetes neues Jahr. Wir Jesuiten wünschen Ihnen frohe Weihnachten und für das neue Jahr 2019 alles erdenklich Gute.